Sie waren lange nicht hier. Schön, dass Sie wieder da sind.6. November 2038, 9.56 Uhr. Finde Amanda. Wo sind wir eigentlich? Einen hübschen Garten haben wir hier. Sind Sie im Händler? Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Du hast deine Untersuchung hervorragend geleitet. Aber du wusstest, Abweichler sind instabil. Du hättest vorsichtiger sein sollen. Ich dachte, ich könnte ihn zum Reden bringen. Das war eine Fehleinschätzung. Schon gut. In Zukunft wirst du sicher besser aufpassen. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Er zeigte alle Symptome der Abweichung. Kognitive Instabilität, unberechenbares Verhalten und die Nachahmung menschlicher Emotionen. Er hatte sogar Angst zu sterben. Das Modell war eindeutig defekt. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich würde sagen, er ist dysfunktional. Er hat offensichtlich persönliche Probleme, die sich stark auf seinen Beruf auswirken und hat anscheinend kein Interesse an der Untersuchung. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wir spielen jetzt wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil sind, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Genau, wird geschickt, um die Abweichler aufzuspüren und zu. Und ja, vernichten vielleicht nicht, aber herauszufinden, was damit auf sich hat. Suche nach Lieutenant Anderson. Nicht überschreiten. Zutritt ohne Autorisierung. Autorisierung benötigt. Okay. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Kommen Sie hier nach oben? Und Blinze. Forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bleib einfach ruhig. Das warten wir jetzt hier auf. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Und wir warten drin.
Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Na dann. Okay, Brown. Haben wir hier. Mehr machen als angucken können wir gerade nicht. Detective Red. Das ist Andreas Police Officer. Okay, das sind die Druiden. Police Officer Müller. Wilson. Schild ohne Name. Lieutenant Anderson. Ah. Da war ein Schreibtisch. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Warte auf Lieutenant Anderson. Erkunden das neue Büro. Okay, wir machen das, was uns gesagt wird. Wir fragen den Abweichler. Den Abweichler finden. Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Mhm. Bisschen Musik. Hey, hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt er. Nates of the Black Death. Okay. Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eye. Seltsame Musik. Seltsame Musik für Anderson. Ich bin nicht so eingeschätzt. Kalter Kaffee. Für genügend Zeit, um hier alles zu untersuchen. Ich ahauen. Donuts, Kalorien 452, Fettsäuren 13 Gramm, Cholesterin 19 Milligramm, Kohlenhydrate 51. Und die Androiden-Parole. Okay. Detroit Basketball-Kappe. Baumwollanteil 90%. Das ist eine gute Kappe. Bester Anteil 10%. War bestimmt nicht billig. Streichhölzer. Abteilung. Red Eye Sondereinheit. 2027. Haare von dem Hund von Bernardino. Wir brauchen echte Forensik. Oh, da ist er ja schon. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Wir haben also nicht die Zeit. Ich würde ganz gern das Büro noch weiter untersuchen. Aber. Ich höre lieber zu. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt
kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlabs Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. CyberLife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Einen schönen Tag, Captain. Okay, sie nach Hank befragen. Wir haben einen Abweichler, den wir befragen können. Wo? In den Zähnenblöcken. Hank haut mich hoffentlich nicht ab. Ah, man kennt ihn. Bekennungs. Man wird mich zerstören. Das wäre möglich. Zur Analyse deiner Biokomponenten. Sie müssen wissen, was passiert ist. Kannst doch reden. Ich werde sterben. Nur wenn du nicht redest. Tja. Er redet nicht. Öffne die Zelle, schnell! Beeilung! Ich ruf CyberLife an. Mach das sauber. Ui. Er hat Suizid begangen. Was ein Trick. Wird ihn zum Reden bringen können. Was glotzt du so? Hey, fick den! Das ist die Toilette. Was macht ein Androide auf der Toilette? Hm.
damals die Krawatte richten. Aha, hier findet nun ein Verhör statt. Hier geht nicht viel. Sehen wir mal nach Hank. Hören Sie, ich weiß, Sie mögen mich nicht, hey. Aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Wir brauchen echt die Forensik. Okay, dann Möglichkeiten, die wir nicht machen können. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Analysiere abweichende Dateien. Okay. Hier am PC vielleicht. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt ein. Das war nicht ganz. Nicht so gut. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja. Zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Kennen Sie die Knights Man macht's gleich blieb. Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Tun wir mal ein bisschen so, als würden wir arbeiten. Okay. Vermisst. Golden Lopez ist das Opfer. Feldbezug verschwinden. Van der Officer.
Fall von Lieutenant Anderson. Wer sonst? Verstand ist ungelöst. Klinger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen. Als er zur Arbeit gegangen sei, als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Seine Spuren eines Einbruchs in der Apartment der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Langweilig. Okay. Charles Bell, der Kläger, behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV 500 Nummer 234-777-821 angegriffen worden und der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Corny Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitet. Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen, versucht den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Android ist immer noch flüchtig. Okay, Verdächtiger. Sarah Cornwell. Das ist das Opfer. Die Klägerin behauptet von ihrem Androiden ein AP 700-4809-13-802 eingegriffen worden zu sein. Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, wo er geflüchtet ist. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden. Modell WR 400, Nummer 46-37-831. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Vernichtet. New Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters Carl Manfred von. Ah, das ist doch der, das ist der. Der Neo. Der. Der Sohn von Carl. Mit Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausdruiden. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt. Wurde vor Ort von der Polizei zerstört. Ja, wie es aussieht, nicht sehr erfolgreich. Oh, wen haben wir denn hier? Todd Williams ist das Opfer. In Anführungszeichen. Das sind wahrscheinlich alles keine Opfer. Leiche des Opfers. Des Opfers. Und wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Todeswaffe, die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android in der AX-400 wurde nicht am Tag gefunden. Ist der Hauptverdächtige. Okay, na dann. Ich denke hier. Der Fall und der Fall könnte interessantesten werden. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Den werdet ihr bloß nicht finden. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat.
Aha. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Ich habe aber was gefunden. Das ist nicht gut für Kerber. Auf Hank warten. Hank hat eine Spur. Im Zen-Garten. Amanda finden, mit Amanda sprechen. Im Polizeirevier eintreffen. Tint Anderson finden. Hank erscheint. Hank stimmt raus. Ich hätte nur noch, weil er auf Hank warten hat, noch zwischendurch was. Andrew gerettet in das Verhör. Mit Carlos Android sprechen. Mit dem haben wir gesprochen. Carlos Android zerstört sich selbst. Revier erkunden. Da gibt es auch keine Alternative hierzu. Es gibt hier, nachdem wir mit Androiden geredet haben, gibt es die Selbstzerstörung. Und der wäre wahrscheinlich vernichtet worden, wenn wir nicht mit ihm geredet hätten. Die das nicht reden und das wäre dann. Ja, es wäre dann ins Leere gelaufen, das heißt, der wäre irgendwann abgeschleppt worden, zerstört worden. Hier sind noch zwei Sachen, die wir nicht entdeckt haben. Wahrscheinlich hätten wir noch mit dem Jungen dort und in der Verhörzelle hätten wir noch was machen können. Hängt in vor das Büro folgen. Hätten wir auch nicht machen können. Hängt Schreibtisch untersuchen kommen. Hätten wir noch mit ihm genauer über Sachen reden können. Da wäre was geboten. Mit Hank sprechen, Akten suchen, über den Fall sprechen. Hank ist sauer. Okay. Die Spur hätten wir gekriegt oder nicht. Es gab es die zwei Enden. Weiter geht's. 6. November 2038, 10.25 Uhr. Das Auto. Ändere dein Aussehen. Das ist wahrscheinlich dringend nötig. Wenn jetzt von der Polizei gesucht werden und Hank uns auf den Fersen ist. Die Nachbarschaft. Und ich dachte, wir sollen hier unser Aussehen ändern. Ist jetzt verpasst oder was? Und dann aussehen schnell die Haare und die Nachbarschaft. Die Twitch Today, Cyber Wildlife. Kann er dann noch Androiden freie Zone? Noch. In den USA haben die Androidengesetz bereits 2028 verabschiedet. Doch das kanadische Parlament hat seine Entscheidung, ob Androiden im Land zugelassen werden sollen, erneut vertagt. In der Folge werden Androiden in Kanada immer noch nicht verkauft. Sie haben keinen offiziellen Status. So kurbeln die Androiden das Wirtschaftswachstum der USA weiter enorm an, jedoch führt dies auch zu einer Rekordarbeitslosigkeit. Die Streitigkeiten für und gegen ihre Legalisierung in Kanada dauern an. Doch vorerst bleibt Kanada noch androidenfreie Zone. Das nochmal schnell überfliegen. Cyber Wildlife. Ah, Androiden Zoo. Das ist so ein Polarbär mit. Ein Polarbär mit so einem LED dran.
Robotertiere. Oh, eine Schere. Die nehmen wir doch glatt. Können wir den Chip rausmachen und die Haare schneiden. Aha, kurzer Frisur. Blond, weiß, schwarz, fertig. Ich meine, schwarz ist ja so, wie sie jetzt ist. Wir können wahrscheinlich mehreres ausprobieren. Ich will für blond. Mal alles mit weiß noch ausprobieren. Oha. Ein braun. Okay, das war braun, das ist die Ausgangssache. Schwarz. Wow, okay. Ich glaube, ich nehme blond. Chip entfernen. Jetzt haben wir unser Aussehen komplett geändert. Das wird es keiner mehr erkennen. Mit geschnittenen Haaren und mit kurzen Haaren und blonde. Wird keiner mehr. Das ist so, das ist klar. Wir sollen uns jetzt noch erkennen. Mit der Mütze auf.